Hast du was gefunden, Everest? Ich glaub schon. Sekunde. Hey, was macht denn die Katze hier? Huhu, Kätzchen, hast du dich verlaufen? Absolut keine Katze. Und keine Spur von den Bären. Was ist? Was ist das für ein ekliger Geruch? Da war ein Stinktier. Nicht so wichtig. Suchen wir weiter. Ich glaube, wir sollten da lang gehen. Okay. Aber vielleicht solltest du erst baden. Du stinkst. Rocky, seit wann kümmerst du dich denn um Bäder? Es ist nur, du solltest den Gestank vielleicht abwaschen, bevor er hängen bleibt. Ich spring nachher in den Fluss. Jetzt müssen wir erst mal die Bären finden. Hallo, hier ist Ryder. Ryder, hier ist Herr Pfeffer. Meine Gäste und ich sitzen in meinem Restaurant fest wegen eines unheimlichen, schrecklichen Wesens. Meinen Sie das Stinktier? Nun, ja. Weißt du, wie schwer es ist, den Geruch wieder loszuwerden? Keine Sorge, Herr Pfeffer, wir kümmern uns drum. Kein Stinktier zu stinkig, keine Pfote zu klein. Alter, ich bin so froh, dass ihr hier seid. Bleiben Sie erst mal drin. Wir wollen das Stinktier ja nicht noch verärgern. Herr Pfeffer, darf ich etwas Obst nehmen? Nimm dir, was du brauchst, Ryder. Äpfel, Nüsse, Bananen. Ein echter Leckerbissen für ein Stinktier. Die essen sonst nur Insekten. Rubble, vielleicht bekommst du das Stinktier irgendwie an Bord. Klar, wenn es das nicht anrührt, nehme ich es. Lecker. Das Stinktier hinkt ja. Warum wohl? Seht mal, es läuft nur auf zwei Pfoten. Ich glaube, es ist verletzt. Das würde auch erklären, warum es sich so merkwürdig verhält. Freunde, bevor wir es nach Hause bringen, müssen wir dem armen Stinktier helfen. Oh, oh. Gut, Marshall, du bist da. Du hast mich gefunden. Ich weiß, du magst den Geruch von dem Stinktier nicht. Aber wir brauchen dich jetzt, hörst du? Ja, Ryder, hab verstanden. Schon unterwegs. Du schaffst das, Marshall. Hallo, ich bin Marshall. Nett, dich zu riechen, kennenzulernen. Jetzt wollen wir gleich mal untersuchen, was dir fehlt. Entschuldigung. Das ist das Problem. Das ist ja ein großer Dorn. Ich wette, der tut weh. Das kriegen wir hin. Pinzette. Keine Angst, ich zieh den nur raus. Dann geht es dir viel, viel besser. Hab ihn! Oh, warte mal, da ist ja noch einer. Sekunde, der ist ja viel näher an der Gefahrenzone. Wenn ich nun niese und ihn erschrecke... Keine Sorge, Marshall, ich mach das schon. Hallo, ich zieh dir jetzt noch den zweiten Dorn raus. Du weißt, wer ich bin, nicht wahr? Nicht schlecht, Everest. Das Stinktier hatte einen schlimmen Tag. Wir bringen es jetzt zurück. Nein, Stinky, geh wieder auf den Wagen. Wie süß. Oh, oh. Das kitzelt an meiner Nase. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Bitte nicht ansprühen. Danke. Puh. Hurra! Vielen Dank, Helfer auf vier Pfoten. Hilfe holen ist ganz leicht, egal wie stinkig, ein Anruf reicht. Also irgendwie kommt er mir bekannt vor. Ich weiß, das ist ein Lorbeerdorn. Kannst du uns zeigen, wo diese Beeren wachsen? Ich glaube, es will uns hinführen. Oh, hallo zusammen. Wie geht es euch? Oder sollte ich besser fragen, was macht ihr hier? Das gibt's doch nicht. Das sind doch nicht etwa... Oh, meine absoluten Lieblingsbären. Echt klasse. Danke, Freunde. Du musst dich bei dem echten Helfer bedanken. Unserem neuen Freund namens Stinky. Ein Stinktier, weg hier! Nein, Jake, lauf nicht weg. Ich glaube, Stinky hat genau die richtige Idee. Wasser! Wasser!
Danke, Marshall. War wirklich eine Erfrischung. Ah! Seilrutsche! Hilfe! Tut mir leid, das war Mattea. Sie kann eben gut Stimmen nachmachen. Und jetzt hat sie eure nachgemacht. Stimmen nachmachen! Schraubendreher! Nein, Mattea! Das Baumhaus darf nicht auf das Nest fallen. Tracker, befestige das Baumhaus an deinen Kabeln. Kabel! Rocky, halt dich fest! Rocky, halt dich fest! Rubble, schnell! Wir brauchen deinen Kran und den Greifer. Rubble ist der Retter! Puh, das wäre fast schief gegangen. Rocky, kannst du die Schrauben wieder festziehen? Jetzt mach schon. Du musst Schraubendreher sagen, so wie du es immer machst. Oh nein, er kriegt kein Wort mehr raus. Jetzt kommt er nicht mehr an sein Werkzeug ran. Marshall, was machst du denn? Auch das noch. Kabel. Carlos, sag Mattea, sie soll hochfliegen und Rockys Stimme nachmachen. Damit sie an sein Werkzeug kommt. Verstehe. Ich versuch's. Mattea, möchtest du einen Cracker? Cracker! Achtung, Rocky, Cracker kommt! Jetzt mach schon! Jetzt mach schon! Na komm, Mattea, sei ein braver Vogel! Mal sehen, ob wir Mattea dazu bringen, das Wort Schraubendreher zu sagen. Mattea, sag Schraubendreher! Na komm, jetzt mach schon! Ja! Rubble ist der Retter! Schraubendreher! Ich hab es! Ja! Schraubendreher! Ah! Schraubendreher! Super, Rocky! Du schaffst das! Ja, gut so! Beeilt euch! Gut, Mattea! Und jetzt sag Hammer! Hammer! Ah, Hammer! Ja! Ja! Super! Carlos, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Und wir haben es noch rechtzeitig geschafft. Ich glaube, ich höre, wie die Schlangenbabys schlüpfen. Da sind sie! Oh, süß! Oh, toll! Ah. Oh. Die Krähen haben das Hutband der Bürgermeisterin gestohlen. Wir müssen es finden. Kleiner Tut, ich möchte, dass du die ganze Bucht abfliegst und nach den Krähen suchst. Katzi, du wirst mit deinen scharfen Krallen den Baum raufklettern, wenn wir ihr Nest gefunden haben. Und alle anderen feuern die beiden an. Du sagst es, Henrietta. Die Helfer auf Mini-Pfoten legen los. Und du bist die Letzte. Na endlich, die Krähen. Wir haben sie gefunden. Schnell, kleiner Tut, du musst ihnen folgen. Hey,
Entschuldige, gefiederter Freund, aber ich musste jetzt zur Hutfeier blasen. Ich spendiere meinem schönen Schiff sogar eine Strumpfkappe. Captain Tollpatsch, haben Sie die Krähen gesehen? Nein, tut mir leid. Ich habe nur Möwen fliegen sehen. Okay, danke. Komm, kleiner Tut, wir suchen weiter. Wir haben sie eingeholt, Minnie Patrol. Gut gemacht. Und da ist ihr Nest. Katzi, du bist dran. Klettere rauf und sieh nach. Du hast recht. Das mache ich lieber selbst. Ich sehe das Hutband von der Bürgermeisterin. Und noch ganz viele andere Sachen, die nicht in ein Nest gehören. Die Minnie Patrol hat die Krähendiebe gefunden. Juhu! Ah! Minnie Patrol, Hilfe! Hilfe! Na bitte, hab ich dich! Hilfe! Ruff, ruff, Brille! Hilfe! Oh, oh! Ryder, bitte komm! Ich hab den Windsack gefunden, aber Alex braucht die Hilfe der Fellfreunde in der Stadt. Ich mach mich sofort auf den Weg. Marshall, Chase, wir treffen uns in der Stadt. Gut, wir kommen. Sofort. Keine Angst, Alex, wir holen dich da runter. Beeilt euch, Ryder. Marshall, fahr deine Leiter aus. Leiter hoch. Vorsicht, Marshall. Passiert. Oh. Chase, schnell, dein Netz. Wuh. Netz. Puh. Danke, Paw Patrol. Hey, ich hab ein... Oh, das war mal ein Nest. Da ist unser Spielzeug. Und mein Hutband. Und meine Hosenknöpfe. Hoppla. Danke, Fellfreunde. Das verdanken Sie nicht uns, sondern Alex und der Minnie Patrol. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Tut mir leid, dass euer Nest kaputt gegangen ist. Vielleicht finden wir ein neues Nest. Es muss etwas sein, das rund ist und auch weich. Also, ich glaube, ich hab da was, das nicht nur rund ist, sondern auch weich. Willkommen in eurem neuen Zuhause. Was? Ich habe das Gefühl, die Vögel mögen mich. Ich wünsche allen eine fröhliche Hutfeier. Wahnsinn! Die haben ja alle richtig tolle Hüte. Ja, das stimmt. Sogar die Krähen. Also dann, Everest, wie wär's, wenn du mit deinem Wurfhaken den Eisklotz rausziehst? Bei Eis und Schnee ist doch klar, bin ich da. Wurfhaken! Das hast du toll gemacht, Everest. Ich glaube, das ist eine gute Stelle, Rubble. Was ist denn los? Das ist der Babywal. Der ist so süß. Du musst sehr einsam gewesen sein da unten, nicht wahr? Hey, das ist aber kalt. Da hast du wohl Spaß dran. Nichts abgekriegt. Wahrscheinlich weiß der Wal, dass ich kein Wasser mag. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Hey, hallo Kumpel. Gib mir mal deine Flosse. Und jetzt bitte... Oh, oh. Kalt! Hilfe! Ja! Gut gemacht, Kumpel! Zuma, Rubble ist im Wasser. Du musst ihm mit deinem Flugrucksack raushelfen. Dann geht's jetzt ab ins Wasser. Juhu! Ja!
Und jetzt Marshall. Rubble braucht eine schöne warme Decke, sobald Zuma ihn aus dem eisigen Wasser geholt hat. Ich bin bereit, Ryder. Ruff, ruff, Rettungshund. Gut gefangen. Ja! Danke, Zuma. Ich wäre beinahe zu einem Eis am Stiel geworden. Ich bin echt froh, dass ich keinen Spritzer Wasser abgekriegt habe. Igitt und... Sanitäter Marshall ist im Landeanflug. Du hattest eine Decke bestellt, stimmt's? Danke, Marshall. Freunde, wir müssen den Babywal zurück ins Meer bringen. Los, kommt! Komm schon, kleiner Wal, los! Komm schon, Babywal! Du kannst das! Komm schon, Babywal! Spring! Du schaffst das! Ich glaube, er versteht mich nicht. Na klar, der Babywal spielt gern. Vielleicht bekommen wir ihn dazu, fangen zu spielen. Everest, meinst du, wenn du auf dem Snowboard fährst, verfolgt dich der Wal? Sicher. Fang mich doch. Snowboard. Wetten, du kriegst mich nicht, Baby. Komm, fang mich doch. Nicht schlecht, Babykumpel. Gleich nochmal. So wie ich. Beeilt euch, Freunde. Ja, der Wal spielt echt gern mit dir. Fang mich doch. Seht euch das an. Wahnsinn. Das war wahrlich. Die Walmama meint damit Dankeschön. Dankeschön. Die Paw Patrol war so wunderbar, dass der wasserliebende Wal wieder mit seiner Familie vereint ist. Hilfe holen ist leicht, auch bei einem Riesenproblem. Ein Anruf reicht. Hab dich. Du bist dran. Wuff, Leckerli-Werfer. Wow, jetzt ist nicht nur ein Bär auf dem Baum, jetzt sind es drei. Sky, du musst Danny jetzt vom Baum holen. Geht klar. Draufgänger Danny, du musst dir den Gurt schnappen. Ich heiße Draufgänger Danny X und ich versuch's ja. Ich hab ihn. Dann bring ich dich jetzt weg von hier. Ich meine, coole Aussicht. Jetzt setz mich bitte ab. Bitte, bitte. Hä? Jetzt sind die Bären in Schwierigkeiten. Seht mal. Die armen Bären. Wenn wir sie nicht bald von dem Baum holen, könnten sie runterfallen. Sie müssen wieder den Stamm runterklettern. Sie haben zu große Angst, um sich zu rühren. Wenn sie vorhin auf die Leckerlis scharf waren, dann locken wir die Bären eben damit zurück. Chase, wirf mir Honigleckerlis ab. Okay, ich habe aber nur noch ein Leckerli übrig. Hm, ein Leckerli? Na gut, das benutzen wir als Bärenköder. Wir kleben es irgendwo fest, zum Beispiel an einem Stock oder an Marshalls Leiter. Marshall, komm so schnell wie möglich auf Jakes Berg. Ich bin bereit, Ryder. Wuff, wuff, Rettungshund. Super, wir brauchen nämlich deine Feuerwehrleiter, um drei Bären zu retten. Bären?
Ich meine, okay, ich bin unterwegs. Jetzt müssen wir nur noch das letzte Leckerli am Ende von Marshalls Leiter anbringen. Oh, ich habe zufällig ein Glas Honig in meiner Tasche. Hier, das Zeug ist total klebrig. Klasse, hört sich super an. Los, fangen wir an. Bin fast da, mach Platz. Geschafft. Aber wo sind die Bären? Ganz oben auf dem Baum. Sieh mal hin. Du musst deine Leiter zu ihnen ausfahren, damit sie das Honigleckerli riechen. Verstanden. Ruff, ruff. Leiter hoch. Sie scheinen das Honigleckerli zu bemerken. Gut gemacht, Marshall. Jetzt zieh die Leiter schön langsam zurück. Dann folgen die Bären und sind in Sicherheit. Dann sind sie nah bei mir. Aber ist schon okay. Ruff, ruff. Leiter einziehen. Oh, oh. Halt die Leiter an, Marshall. Sollen Sie sich ruhig das Leckerli nehmen. Oh, nein. Chase, wirf dein Netz sofort. Wuff, Netz. Und jetzt führe ich die Bärenfamilie zurück. Dann können sie schön lange schlummern. Die Bären kommen aber ganz schön nah ran an Everest. Seht mal, Bären. Mehr Honig. Hier lang. Ja! Das war echt cool. Oh, wir müssen sie schlafen lassen. Gute Idee. Draufgänger Danny X hatte genug Bärenabenteuer für einen Tag. Ich glaube, das hatten wir alle, Danny. Aber Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ich habe Lust auf Hundeleckerli. Na dann nichts wie zurück. Los, ab in meine Hütte. Passt auf, Delfine. Tut mir leid, Rüsselchen ist ein Neuling. Ich muss ihn stoppen, bevor ihn irgendjemand reinfährt. So wie ich? Rüsselchen, nein, 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 nein! Oh nein, mein Segel ist kaputt und ich sitze völlig fest hier. Hey, Zuma, ist alles okay? Nichts passiert. Aber von meinem Windsurfbrett kann ich das nicht behaupten. Rocky kann es reparieren. Rocky, setz dein Floß ein. Gute Idee. Ruff, Floß. So, jetzt bringen wir es an Bord. Geht klar. Ruff, Kran. Keine Sorge, ich bin Experte. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Igitt, wieso muss das Wasser in der Bucht so nass sein? Keine Sorge, Rocky. Ich hab dich. Viel besser. Also, was meinst du, Rocky? Ich meine, es ist hoffnungslos. Hoffnungslos? Hoffnungslos mit den Teilen, die ich hier habe. Die sind zu beschädigt. So was Doofes aber auch. Was sollen wir jetzt tun? Ich baue einfach eins aus den Recyclingstoffen im Laderaum. Hey, pass auf mit den tollen Sachen. Entschuldigung. Was willst du denn damit anfangen? Ich klebe die Pyjamas und die langen Unterhosen zusammen. Daraus wird ein Segel. Jetzt brauche ich nur noch etwas für den Mast. Was ist mit dem Holz da? Perfekt. Hey, Walli, willst du noch mal springen für eine Belohnung aus kaltem, kuriosem Quallenfleisch? Super Sprung, Kumpel. Hä? Ein surfendes Schwein? Eigenartig. Das neue Brett rockt. Danke. Captain Tollpatsch,
Ryder, ich habe eben das verrückteste Windsurf-Wunder gesehen, das es gibt. Soll ich raten, ein windsurfendes Schwein, nicht wahr? Ha. Wir sind unterwegs, Captain. Rüsselchen ist in der Nähe der Flunder. Dann los! Pass auf, Olli! Oh nein! Schwein über Bord! Zuma, halt dich bereit und folg mir unter Wasser zu Rüsselchen. Tauchmodus! Rocky, wir benutzen deine Seilwinde, um ihn wieder hochzuziehen. Verstanden, Ryder. Toll gemacht, Ryder! Okay, Rocky, wirf die Winde an. Gute Idee, Wally. Ich glaube, Rüsselchen hätte gerne eins deiner Leckerlis. So, jetzt bringen wir ihn wieder an Land. Rüsselchen, wie geht's dir? Wir gehen lieber auf Nummer sicher, Bauer Alfred. Thermometer. Sag mal A. Temperatur ist normal. Röntgenbild. Es ist alles so, wie es sein soll. Er scheint nicht mal seekrank zu sein. Das nicht. Aber er sieht sehr hungrig aus. Lust auf einen Leckerbissen? Hat jemand Leckerbissen gesagt? Und nicht irgendein Leckerbissen. Die selbstgebackenen von Yumi. Es ist genug für jeden von euch da. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Haben wir gern gemacht. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Quieken reicht. Wir werden da sein. Besonders, wenn sie Leckerbissen mitbringen. Warte mal, da sind noch mehr Hufspuren. Sie ist tiefer in die Schlucht reingelaufen. Ich hab sie gefunden. Ryder, sie ist in die Schlucht gestürzt. Wir sind unterwegs. Gut gemacht. Polly! Polly! Komm schon her. Wir sind hier unten, Ryder. Da bist du ja, Polly. Jetzt geht es nach Hause. Das ist zu steil. Sie kommt da nicht hoch. Und sie ist zu groß für meinen Rettungsgurt, Ryder. Zu schade, dass die Schlucht keine Stufen hat. Noch nicht, aber Rubble könnte die bauen. Rubble, wir brauchen dich. Rubble ist der Retter! Probehund, bring den Paw Patroller, damit wir Polly zurückfahren können. Das ging aber schnell, Rubble. Die Schlucht ist zu tief. Polly kann da nicht rausklettern. Deswegen möchte ich, dass du eine Treppe baust. Das mache ich. Stufe für Stufe. Schaufel. Das machst du toll. Danke. Ich stehe auf Graben. Du kriegst einen gerösteten Marshmallow für jede Stufe. Abgemacht. Das ist die erste. Und fertig. Ryder, ich glaube, Polly weiß nicht, wie man eine Treppe hochgeht. Du hast recht. Dann muss ich wohl mit ihr aus der Schlucht reiten. Chase, wir brauchen deine Seilrutsche. Ja, geht klar, Ryder. Wuff, Seilrutsche. Jetzt kommt der lustige Teil. Jeha! Bist du bereit, Polly? Gut gefangen. Denkst du, wir schaffen den Anstieg? Ganz ruhig. Schön langsam. So ist das gut. Braves, Conny! Das war ganz toll! Trink etwas Wasser. Jetzt geht es zurück ins Lager. Okay, Robohund. Fahr vor, damit wir alle einladen können. Der Paw Patroller hängt fest. Wir brauchen deine Seilwinde, Chase. Verstanden, Ryder. Wupp, Seilwinde.
Und jetzt ziehen! Wir brauchen noch ein paar helfende Pfoten. Seid ihr alle bereit? Los! Wir schaffen das! Wir schaffen das nicht! Wir haben nicht genug Pferdestärken, Ryder! Wer braucht Pferdestärken, wenn wir Ponystärke haben? Stimmt's, Polly? Polly, probier den mal! Rettungsring! Okay, Fellfreunde, zieht! Super gemacht, Freunde. Danke sehr, Polly. Puh, was für ein Abenteuer. Danke, Ryder. Bedank dich bei ihr. Sie hat die Lage gerettet. Wenn wir Hilfe brauchen, ein Vieren reicht. Chase, weißt du noch unsere Abmachung? Ein gerösteter Marshmallow für jede Stufe, die ich gemacht habe. Wie könnte ich das vergessen? Du hast mich den ganzen Rückweg dran erinnert. Ich kann nichts dafür. Ich habe das Frühstück verpasst. Du bist echt ein lieber Hund. Warte, Chase, ich helfe dir. Vielen Dank, Polly. Ich wusste, dass du mich nicht fallen lässt. Nichts passiert. Die Paw Patrol! Ihr müsst meine Glocke retten. Taschenhuhn! Glocke! Taschenhuhn! Glocke! Taschenhuhn! Glocke! Schon gut, schon gut. Wir tun unser Bestes. Danke. Wie geht's den dreien da unten? Sieh es dir auf der CBSEEN-Handy-App an. Lassen Sie mal sehen, lassen Sie mal sehen. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Keine Panik, Chicaletta. Mami holt dich da raus. Nebelhorn. Nach unten. Nach oben. Nach unten. Nach oben. Nach unten. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Jetzt bin ich verwirrt. Nach oben. Links. 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 Schwindelig. 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 Wenn ich sehe, wie sie sich so drehen, wird mir ganz und ganz Bürgermeisterin Goodway, setzen Sie sich lieber und runden Sie aus. Eisbeutel! Oh, vielen Dank. Gern geschehen. Chicaletta scheint eine Menge Spaß zu haben. Aber Zuma und ich bringen sie und die anderen lieber wieder sicher nach oben. Du hast vermutlich recht. Chicaletta sieht richtig. Was ist das? Was immer das ist, es ist riesig. Komm mit, Zuma. Gehen wir runter und sehen nach, ob alles in Ordnung ist. Ich bin bereit zum Untertauchen. U-Mobil. Das ist eine Meeresschnecke. Und sie mag Captain Turbots Taucherglocke. Donnerwetter! Die hat uns voll in ihrem Meeresschnecken-Supergriff! Volle Kraft voraus, Zuma! Greifarm! Will sie jetzt Fang spielen? Also gut, geht los! Das ist unfair, sich einfach so auf die Glocke zu setzen. Aber wir sind schlauer als sie. Du weißt, was zu tun ist, Zuma. Wird gemacht, Ryder. Gille, gille, gille. Es funktioniert. Ziehen.
rein, Zuma! Schnell! Ich hab die Glocke! Hm. Meeresschnecken sind nämlich sehr kitzlig. Captain Turbot, wir haben Ihre Taucherglocke. Das ist spektakulär. Mal sehen, wie es den drei Ausreißern geht. Chicaletta, geht es gut. Ach, ich bin ja so erleichtert. Mir wird ganz hoppala. Das war knapp. Jetzt müssen wir die Taucherglocke nur noch zurück an Bord bringen. Alles klar, der Haken ist fast in Position. Oh nein, die Haltevorrichtung der Glocke ist weg. Ist auf der anderen Seite der Glocke nicht auch eine Haltevorrichtung? Ach so? Ja, CB, 45 Grad in Richtung Seilwinde drehen. In Richtung Seilwinde. Die drei Ausreißer haben CBs Schlafmodus aktiviert. Keine Sorge, Captain. Ich weiß, wer uns helfen kann. Greif an! Ich komme von hier aus leider nicht ran. Ich muss auf der Glocke stehen. Geschafft, Rocky! Holt mich bitte hier runter, solange ich noch knochentrocken bin. Na, das geht. Wir haben's geschafft! Ja! Ja! Tausend Dank! Meine geliebte Taucherglocke ist in Sicherheit! Gern geschehen! Wer immer uns braucht, gibt einfach nur laut. Aber vielleicht nicht alle gleichzeitig. Dieser Adler klingt aber nicht glücklich. Gut, dass Sky nicht bei uns ist. Den Adler zu hören, würde sie auch nicht gerade glücklich machen. Chase, Ryder, beeilt euch! Die arme Chicaletta hat solche Angst! Ruff, ruff! Leiter ausfahren! Marshall ist schon auf dem Weg! Chicaletta, du bist in 0, nichts gesichert! Der Rucksack ist eingehängt! Drahtseil einziehen! Das Hühnchen ist gelandet. Chicaletta, das kitzelt. Ach, so ein Glück. Marshall, du bist ein Held. Gut gemacht, Marshall. Kommt hoch. Mein geliebtes Taschenhuhn, du bist in Sicherheit. Chicaletta, geht es gut, aber mit dem Adler stimmt etwas nicht. Er klingt so unglücklich. Oh, oh, Fellfreunde, wir haben noch ein Problem. Die Adlermutter hat sich in einer Schnur verheddert und kann nicht aus dem Nest. Eine Mutter, die nicht losfliegen kann, um Fressen für ihr Baby zu holen. Das ist ein Notfall. Ein Fellfreund muss da hoch und den Adler befreien. Das wird ihr nicht gefallen. Ich weiß, aber dieser Adler braucht Skys Hilfe. Sky, ich brauche deine Hilfe. Kein Problem, Ryder. Ein Adler hat sich in einer Schnur verheddert. Er kann weder fliegen noch sein Nest verlassen. Du musst ihn befreien. Ein Adler? Ist gut. Ah, Flügel! Diese Booten haben Flügel! Es ist knifflig, Sky, aber du kriegst das hin. Siehst du die Schnur am Bein des Adlers? Ich sehe sie. Sie hat sich am Nest verheddert. Wir müssen den Adler befreien. Kommst du an das Nest heran? Ich muss es versuchen. Sei vorsichtig, Sky. Oh, Schreck. Also dann, neuer Plan. Chase, benutze deine Flugdrohne als Ablenkung. Beschäftige den Adler, damit Sky es näher ranschafft.
Tolle Idee, Ryder. Ein klarer Fall für Pfotenagent Chase. Flugdrohne. Das ist deine Chance, Guy. Verstanden? Dann mal los. Ja, juhu. Geschafft, Sky. Der Adler ist frei. Du und die Fellfreunde sind großartig, Ryder. Danke. Wer immer uns braucht, gibt einfach... laut. Warte, der Adler ist frei? Meine Drohne! Hol sie lieber aus der Luft, Chase. Das gilt auch für dich, Sky. Ich möchte, dass du landest. Guy, alles in Ordnung? Alles bestens, Ryder. Ich sehe mir nur das Adlerbaby an. Und es ist so süß. Süß? Oh. Ende gut, alles gut. Dank euch braven Fellfreunden fahren wir zurück in die Zentrale. Alles klar. Danke, Ryder. Gern geschehen. Chicaletta, du hast dich gar nicht bei unseren Fellfreunden für deine Rettung bedankt. Er folgt mir überall hin. Leg das Gurtzeug an. Wir locken ihn hoch zum Nest. Oh. Komm schon, Terry. Ihr nach. Ich suche nach dem letzten Jungen. Okay, Terry, warte hier auf deine Mama. Hä? Nichts passiert. Nein, danke. Ich bin kein Pterodactylus. Ich bin ein Hund und eklig. Obereklig. Ryder, wann wird diese Dino-Umzugsmaschine denn fertig sein? Fast geschafft, Bürgermeisterin Goodway. Bitte beeilt euch. Chicaletta kann es nicht mehr lange ertragen. Friss die nicht. Das sind die Gänseblümchen der Bürgermeisterin. Ich habe diese Leckerlis eigentlich für einen Notfall aufgespart. Aber was soll's? Schaufel. Los, mir nach! Niemand nascht vom Ur-Ur-Urgroßvater! Chicaletta? Was sollen wir nur tun? Was sollen wir nur tun? Was sollen wir nur tun? Rettungsring! Da ist Nummer 3. Wow, der Dino ist echt schnell. Lass deine Klauen von dem Kleinen, du fieser Riese. Nur größer und mit Füßen. Geschafft! Haben wir gern gemacht, Pterodactylus-Mama. Wer immer uns braucht, macht einfach einen Kreischlaut.
Alles klar, Rocky. Bereit, die Parade anzuführen? Den ganzen Weg bis zum Dschungel. Würstchenschleuder. Die Jungen werden in 0, nichts größer und hungriger werden. Marshall, Sky, fertig? Yep. Aber bist du sicher, dass die Pterodactylus mir folgen werden? Klar, du gehörst doch fast zur Familie. Außerdem lieben sie stinkenden Fisch. Igitt, hätte ich bloß nicht gefragt. Ich heb gleich ab! Auf Wiedersehen, Vögelchen! Ihr beide geht auch weg? Sie werden alle im Dschungel glücklicher sein, Rubble. Wiedersehen! Ups, Kopf hoch, Gänseblümchen. Gleich steht das Blümchen wieder gerade, Rocky. Ruff, ruff, Schaufel! Sieht toll aus, Fellfreunde. Danke, Ryder. Ich hätte euch gern beim Einpflanzen geholfen, aber... Aber was, Chase? Aber ich bin irgendwie allergisch. Ich kann euch helfen. Oh, oh. Helfen. Ups. Marshall. Danke, Chase. Hier spricht Ryder. Ryder? Hier ist Captain Turbot. Mein Leuchtturm ist voller summender, brummender Bienen. Das hört sich nach einem Problem an. Ein klebriges Problem. Kann die Paw Patrol helfen, das Bienenvolk in Els Obstgarten umzusiedeln? Natürlich, Captain. Kein Job ist zu groß, keine Biene zu klein. Die Bienen werden ihr neues Zuhause mögen. Die Bienen sind sehr aufgeregt. Mit Rockys Rauchmaschine werden wir sie beruhigen. Es geht los! Ich bin bereit, falls die Rauchmaschine abgekühlt werden muss. Das wird die Bienen ein Weilchen schön schläfrig machen. Da ist sie, die Bienenkönigin. Ein Bienenvolk bleibt immer in der Nähe seiner Königin. Alles, was euch jetzt noch fehlt, ist euer Bienenstock. Hier ist er. Lasst uns das Haus erst transportieren, wenn die Bienchen schlafen. Denn Bienen, die schlafen, stechen nicht. Schließ die Äuglein, Bienchen klein, zieh die Stacheln jetzt ein. Oh, sie schlafen. Leise jetzt. Gut, Sky, du bist dran. Ich heb gleich ab! Lass das Seil runter, Sky! Seil kommt! Sehr gut. Erledigt! Zieh hoch, Sky! Die Bienchen werden viel lieber zwischen Brokkoli und Butterblumen umherbrummen. Naja, wenigstens die mögen Brokkoli. Oh, oh, das ist der große Adler. Er hat mich entdeckt. Mir muss schnell etwas einfallen. Die Bienchen zählen auf mich. Ich hab's. Festhalten, Bienchen. Vielen Dank, Wally. Die Geschichte vom fliegenden Fisch glauben ihm die anderen Adler nie. Sky, setz ihn bei den anderen Bienenhäusern ab.
Vorsicht! Langsam! Gut! Danke, Sky! Den Bienchen wird's bei mir gefallen! Das freut mich! Wir haben's geschafft! Die Bienen sind umgesiedelt! Und wenn du mal wieder Bienchen brauchst, mach einfach nur Summ! Psst, sie schlafen noch! Ich lass sie erst mal ausschlafen! Morgen sind sie wieder munter! Guten Morgen, Al! Wie geht es unseren Bienenfreunden? Seht selbst! Oh. Toll! Sie mag den Apfelbaum besonders gern. Sie sammelt den Nektar aus den Blüten des Apfelbaums. Dann bringt sie den Nektar zu ihrem Bienenstock und macht daraus... Honig! Na, was meinst du, Ryder? Dürfen sie mal probieren? Sie waren wirklich brave Fellfreunde. Wer möchte ein leckeres Leckerli mit Honig? Wie klein sein wir groß? Was wäre ohne euch los? Oh, oh. Jetzt ist zu spielen Zeit, kein Nupfer weit und breit. Oh. Sei nicht traurig, Marshall. Wir haben ja noch mehr Honigleckerlis. Ryder, wir haben das Elefantenbaby gefunden. Toll. Wo ist es denn? In Marshalls Zelt. In meinem Zelt? Ich glaube, sie hat Hunger. Oh nein, Gilda ist doch nicht etwa meine Notfallbananen, oder? Doch, genau das tut sie. Hey, Vorsicht! Meine Güte, ein Riesendurst hat sie auch. Elefanten brauchen tonnenweise Futter und viel, viel Flüssigkeit. Ihre Familie könnte also am Wasserloch sein. Vielleicht können wir Gilda dazu bringen, uns dorthin zu folgen. Rocky? Ich höre, Ryder. Wir müssen deinen Wagen mit Bananen beladen und Gilda damit locken. Verstanden, Ryder. Und die Paw Patrol präsentiert wieder einen perfekten Plan. Rocky, Treffpunkt Bananenstauden. Zuma, behalte Gilda im Auge. Im Ohr behalte ich sie auf jeden Fall. Alles klar, die Bananen sind geladen. Rockys Bananenwerfer funktioniert. Wie? Wieso geht sie nicht ins Wasser? Ihr ist Eis und sie hat Durst. Sie vermisst ihre Familie. Wir müssen sie suchen. Marshall, beschäftigst du Gilda? Kein Problem. Wasserkanone. Ryder, ich habe Gildas Bruder gefunden. Und ihre Mama. Sie scheint in eine Schlucht gerutscht zu sein. Sie kommt nicht mehr raus. Oh, oh, das ist ein Problem. Ein Riesenproblem. Tja, du sagst es, weil noch niemals ein wilder Elefant eine so wahnsinnig steile Wand überwand. Was? Wir müssen die schwere Elefantenmama den Abhang hochziehen. Ich ruf Rubble an. Hallo, Ryder. Was ist los? Wir brauchen deinen Kran. Komm schnell zur Schlucht. Rubble, mach das rucki-zucki. Chase, das Netz. Netz. Alles klar, Rubble. Lass den Greifer runter. Schon dabei. Jetzt geht's los. Jetzt können wir die beiden zu Gilda an das Wasserloch locken. Bereit, Rocky? Bereit! Juhu! Endlich bekomme ich das perfekte Naturfoto! Ups!
Danke, Gilda. Die Familie ist wieder glücklich vereint. Gilda ist so ein süßer kleiner Elefant. Und ihr seid so brave Fellfreunde. Ihr habt dieser Elefantenfamilie wirklich toll geholfen. Oh. Ein einmaliges Elefantenerinnerungsfoto. Natürlich, exzellente Idee. Ich muss einfach nur ein bisschen näher an die Elefanten. Ah! Oh, die Kamera! Ja! Danke, dass du meine Kamera gerettet hast, Gilda. Seht euch das an! Das perfekte Foto! Ein Elefantenbaby-Selfie! Danke, dass ihr gekommen seid. Wenn wir die Bühne nicht wieder in Ordnung bringen, fällt das Lookstars-Konzert aus. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin. Das Konzert wird stattfinden. Chase, sichere den Arbeitsbereich. Ein klarer Fall für Chase. Rocky, schnapp dir die Sitzbretter und bau den Zuschauerbereich wieder auf. Wird gemacht, Ryder. Robbie, befestige die runtergefallenen Scheinwerfer wieder an der Bühne. Bin schon dabei, Ryder. Ruff, Kran! Und jetzt wieder hoch mit dem Banner. Leg los, Robbie! Ruff, ruff. Ja, die Paw Patrol rockt! Oh, wow. Ich schätze, über die Brücke fährt heute keiner mehr. Oh, du meine Güte, er ist es. Hallo, Fan, hier ist dein Nummer 1, Luke. Ich meine, hi, Luke, hier ist deine Nummer 1 Bürgermeisterin. Hallo, Frau Bürgermeisterin, ich habe ein kleines Problemo. Oh, nein, was für ein Problemo? Ich meine, welches Problem? Wie ich hier rüberkommen soll. Der Sturm hat die Brücke zerstört. Herrje, die Brücke ist ein Totalschaden. Ryder, du und die Paw Patrol müssen etwas tun. Warte dort, Luke, die Paw Patrol ist auf dem Weg. Ryder, du musst das Konzert unbedingt retten. Ich kümmere mich darum, Rubble. Sky, Zuma, wir treffen uns an der alten Brücke. Der Sturm hat sie zerstört. Jetzt müssen wir Luke und seine Ausrüstung über den Fluss bringen. Verstanden, Ryder. Diese Pfoten haben Flügel. Volle Kraft voraus. Und Marshall? Hä? Komm doch bitte zur Bühne und hilf beim Aufräumen. Ich kann's kaum erwarten. Oh. Ryder! Hallo, Luke. Wir bringen dich in Nullkomma nichts rüber. Luke Stars. Höchstpersönlich. Und wir dürfen ihn retten. Sky, bereite das Rettungskabel vor. Habe verstanden. Und Zuma, wir transportieren Lukes Ausrüstung mit deinem Schlauchboot. Auf die Plätze, fertig, Zuma! Schraubendreher. Gut gemacht, Rocky. Wir schaffen es genau rechtzeitig. Ryder, die Bühne ist fast fertig. Was macht unser Star? Wir bringen gerade alles über den Fluss. Es sollte nicht mehr lange dauern. Großartig. Dann bis gleich. Oh. Fertig, Sky! Dann geht es los! Zuma, halte das Schlauchboot bereit. Da kommt Lukes Ausrüstung. Verstanden, Ryder! Ja! Ich hab alles! Alles klar, Luke. Jetzt bist du dran. Kannst kaum erwarten. Danke, Sky! Jetzt müssen wir Luke nur noch zu seinem Konzert bringen. Oh je, alle warten auf das Konzert.
Ryder, wann kommt ihr denn? Wir sind gleich da, keine Sorge. Wenn Chicaletta doch nur ihren Hühnertanz geübt hätte. Sie hätte alle unterhalten können. Keine Sorge. Ich weiß, was zu tun ist, bis Ryder und Luke hier sind. Hallo, liebe Freunde. Luke Stars wird gleich hier sein. Aber bis dahin einen riesigen Applaus für Rubble und die Paw Patrol Band. Ein Hund wie ich mag einen Hund wie dich. Was immer du willst, das ist auch das Ding für mich. Ich höre dich bellen, ich wart auf dich. Ein Hund wie du ist ein Hund für mich. Ein Hund wie ich, ein Hund wie ich. Ja, ich platz vor Stolz, wir sind ein gutes Team. Ein Hund wie ich, der glücklichste Fellfreund, den's gibt.